Das neben mir ist Tim. Das neben mir ist Max. Und das hier ist ein Klassiker. Wir wünschen euch viel Spaß an diesem Montag, dem 7. Dezember. Viel Spaß damit. Ja. Bejeweled 3 ist wohl eines der ersten und bekanntesten Candy Crush Spiele. Ja, Candy Crush kam definitiv nach Bejeweled und das ganze Konzept von Bejeweled ist sicherlich noch viel älter. Viele von euch kennen vielleicht noch 4 gewinnt. Das Ganze hier funktioniert nach dem gleichen Konzept. Ich zeige euch als erstes einfach mal den klassischen Modus von Bejeweled. Wir haben hier zwei orangene Kristalle, die übereinander liegen und sobald wir einen dritten dazu tun, löst er sich auf. Das ist eigentlich auch schon das ganze Konzept des klassischen Modus. Schlicht und einfach so viele Steine wie möglich auflösen, bevor es keine mögliche Kombination mehr gibt. Es ist ein bisschen Taktik dabei. An einigen Stellen muss man ein bisschen aufpassen, was man dort eigentlich auflöst, ehe man dann irgendwo an einen toten Punkt kommt, wo es einfach keine Möglichkeit mehr gibt, auch nur irgendeinen dieser Steine auf dem Brett zu vernichten. Es gibt Bonis. Ich kann gleich mal versuchen, ob ich hier einen Bonusstein erzeuge. Muss aber ehrlich gestehen, die Runde sieht hier gerade nicht so gut aus. Wenn man mal nicht weiter weiß, hat man hier unten einen Tippknopf, der einem einen Stein highlightet, welcher dann weggeklickt werden kann. Zum Beispiel den hier möchte er verschieben. Das ist schon schlecht, dass da nur Steine auftauchen, die gerade da oben sind. Ah ja, hier haben wir da gerade mal eine schöne Kombination. Und zwar aus 4 roten Steinen wurde, als sie sich auflösten, dieser Feuerstein oder Feuerumrandung. Sobald man jetzt 3 Steine kombiniert und einer davon dieser Flammenstein ist, gibt es eine Explosion. Das ist ganz nett. Wir können mal versuchen, ob wir da noch hinkommen. Wie man sieht, es lassen sich auch sehr schöne Kombos erzielen. Oh, da war die Runde schon zu Ende. Es lassen sich auch sehr schöne Kombos erzielen, wenn durch Zufall entsprechend von oben Steine herunterfallen, die dafür sorgen, dass gleich wieder etwas anderes aufgelöst wird. Oder aber man bereitet das Ganze hier unten so vor, dass man mit dem Auslöschen von einer Reihe auch gleich eine andere Kombination aktiviert, die sich dann wiederum ebenfalls zack auflöst. So, jetzt haben wir hier schon ein paar von diesen Flammensteinen, aber noch nicht die Möglichkeit, eine Kombination zu fahren. Mal kurz schauen, ob wir da noch hinkommen. So, jetzt können wir die Flammen auslösen. Zack. Und das gibt dann nochmal ein bisschen extra Punkte. Unten läuft ein Balken durch, der besagt, wie viele Punkte wir noch machen müssen, bis diese Level geschafft ist. So. Sehr schön. Läuft hier wieder wie geschmiert hier. So. Ein bisschen was von Memory. Zack, Level beendet. So, das wäre also wie gesagt der klassische Modus. Bejeweled hat noch ein paar mehr Modi, auf die ich aber jetzt nicht tiefer eingehen werde. Ich zeig nur mal kurz die Übersicht. Und zwar gibt es in Bejeweled 3 4 Hauptgruppen. Ich war hier oben der Zen-Modus, Endlos-Spiel, der dann wiederum die kleineren Modi jeweils hier innen freischaltet. Also Zen wird für Falter gebraucht, Suche wird für die Diamantmine gebraucht, Blitzschlag für den Eissturm. So, was zeige ich denn hier eventuell mal? Nehmen wir mal kurz Poker. Flush, Vierling, Full House, Drillinge, 2 Paare Spektrum. Spektrum ist dann im Prinzip durcheinander. Wollen wir mal sehen, ob wir da was hinkriegen. So, jetzt hätten wir schon mal einen, 2. So, jetzt haben wir zum Beispiel schon mal ein paar. Jetzt
jetzt hätten wir schon mal Drillinge. So, wenn wir jetzt noch eine andere Farbe dazu nehmen. So. Zack. Haben wir ein Full House. Ne? Einfaches Konzept. Man kann jede Sache hier eigentlich immer nur einmal haben, wenn ich mich nicht irre. Und man hat es im Prinzip geschafft, wenn man dann alles hier einmal durchgezogen hat. Ja, das ist der Poker-Modus in Bejeweled. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Spiel. Das findet ihr unter dem Stichwort Bejeweled garantiert irgendwo im Internet oder Bejeweled 3 bei Steam. Ich verlinke das wie immer hier unten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Und empfehlt uns weiter. Wenn es euch gefallen hat. Ja, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat. Keine Ahnung, was macht ihr dann noch hier? Abonniert uns!